Sonne, Hallöchen und herzlich willkommen hier den Noten zu einer neuen Folge Rec Center Tycoon hier. Und guck dir das mal an. Suspicious Activity, also verdächtige Aktivitäten. A customer has reported that someone is selling illegal performance enhancing drugs in your rec center. He said the culprit is a man, has a beard, red hair and is wearing black clothes. Find and ban him before he leaves. Kann ja nur der hier sein. Ban. Raus. Hier werden keine Steroide verkauft. Ich glaube, es hackt. Warum sind die alle traurig hier? So, you caught the drug dealer. This will boost your reputation. Das ist immer gut. Wir machen im Moment 270 plus hier. So, ich mache das mal wieder schnell. Was wir auf jeden Fall jetzt brauchen, ist jemanden, der sauber macht. Und ich bin am Überlegen. Moment, Research. Hier sind wir Lightning dran. Wir können gleich hier Entertainment mit einem Pool-Table, Arcade-Machine und so weiter erforschen. Das werden wir heute auch machen. Den Raum könnten wir dann noch hier so dran machen. Dann müssten wir bald mal gucken. Ja, nach oben geht es noch lang. Aber irgendwo müssen wir dann halt auch noch Quergänge machen, sodass es hier mal weitergeht. Und wir müssen dringendst mal hier jemanden einstellen, der sauber macht. Und gucken, dass wir irgendwie einen schönen Boden kriegen, weil einfach der nackte Betonboden sieht scheiße aus. Wirefence ist mir gerade egal. Böden gibt es ja jede Menge hier. So die Frage. White Tile, Rubber Gym Floor. Okay. Ja, was ist hier los? Es gained a level, das ist gut. Ah, was wir noch machen können, was wir noch gar nicht gebaut haben. Statue brauchen wir nicht. Wir haben ja noch hier die Yogamatten und so, ne? Wir wollten ja noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5. 2 frei. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir mal so. Machen wir hier noch welche hin. So. Dann können wir noch ein paar Yoga-Bälle hier hin machen. Mal gucken, was das gibt. Ich bin gespannt. So, Marianne Walker ist fertig für den Tag. Dann können die Leute auch Yoga machen, wenn es ihnen gefällt. Sag mal, wie viel kostet das? Wir haben nur noch 10.800. Was ist das hier? Daily Bonus. 40 earned from Vendor Sales. Haben wir auch gar keine im Moment. Haben wir gar keine im Moment. Aber okay, so, Research, Lightning ist jetzt fertig. Search Protection, Protecting your Cables and Powered Equipment from Damage. Das brauchen wir als erstes, bevor wir das andere machen. Weil wir haben es schon wieder gehört, da ist wieder irgendwas, hat es geknallt und ist in die Luft geflogen. Irgendwo ein Kabel hier. Frage ist wo, ich sehe gerade nichts. Da vielleicht? Nee, die haben Strom. Ja. Also ich sehe gerade nichts. Passt alles hier. Alles hat Strom, was braucht. Super, dann lassen wir es doch so. So, machen wir schneller hier. 6 Uhr morgens, macht die Bude wieder auf. Da können die ersten trainieren, wenn sie wollen. Trainieren. Research ist am Laufen. Zwar langsam, weil wir nicht da sind. Keine Ahnung, wo wir sind. 486 Minus, willst du mich verarschen? Die Frage ist, wir könnten das ja auch ein bisschen teurer machen, ne? Sollen wir das? Clark Home is starting their work shift. Ja, so muss das sein. Wie die alle flitzen. Wie die alle flitzen. Wobei, das ist doch der Dingens hier. Lass mal gucken. Das ist der Builder. Der müsste auch sauber machen, ne? Repair, carry, build. Nein, der tut nur reparieren. Nein, der macht nicht sauber. Okay, da müssen wir auf jeden Fall... Rezeptionist, Rezeptionist. Da müssen wir auf jeden Fall noch einen Worker einstellen. So, Happiness auf jeden Fall. Den Rest kann der schon hier. Janitor, bitteschön. Genau, Water Plants, Refill Stock, Cleaning. So muss das sein. Arbeitet von 6 bis 14 Uhr. Wunderbar, da haben wir schon mal von 6 bis 14 Uhr. Haben wir alles, das was wir brauchen. Und gucken, wie es jetzt weitergeht. Dann haben wir nämlich auch einen, der hier sauber macht. Ab morgen ist natürlich wieder 14.20 Uhr, gerade vorbei. War mir klar. So, Research fertig. Nein, noch nicht. Für den Rest hier, den kriegen wir nicht so einfach. Da müssen wir dann mal gucken. Hier haben wir Swimming und Bodybuilding 2. Das ist auch interessant. Und hier sieht man dann schon, um das zu unlocken, brauchen wir ein Einkommen von 1000 in einem einzigen Tag. Wir sind bei 500 von 1000. Also da müssen wir, glaube ich, noch ein paar Leute hier hinlotsen, dass wir das kriegen. Das ist die Frage. Jetzt haben wir 1,5 Sterne. Reicht das? Oder nicht? Financial, wir machen im Moment Ausgaben Profil 179 heute.
197. Das ist nicht viel. Aber guck mal, Entertainment, Food, Drink, Premium Membership haben wir alles nicht. Events haben wir auch nicht. Research, Sport. Was kann man hier machen? Coming Soon gibt es noch nicht. Okay. Ich hätte halt gerne bei den Finanzen noch ein bisschen gucken hier. Casual Fee, Basic Membership. Wie kriegen wir die denn? Die müssen wir bestimmt auch irgendwie. Irgendwie müssen wir die Bankloan, nein. Advertising haben wir noch nicht, die Werbung, okay. Na, dann hat sich das ja schon erledigt. Has gained a level, Research ist komplett. Wir haben schon wieder 9 Punkte hier. Dann nehmen wir ein bisschen Skillen. 2, 1, 1, 1, 1. Nehmen wir mal die Intelligenz hier. So, bitteschön. Das müssen wir selber machen. Wir können den übrigens auch selber steuern. Möchte ich jetzt aber nicht. Lassen wir das mal so. Der hat voll Durst. Warum hat der voll Durst? So, das stimmt gar nicht hier. Wir haben gerade alle Punkte verteilt. Hugo. Was kann er denn jetzt researchen? Bodybuilding 2? Wir machen erstmal Entertainment. Das geht am schnellsten. Dann können wir hier nämlich so ein paar Spielautomaten hinstellen. So zur Abwechslung. Heidi Ramos ist starting the workshop. Sehr gut. Jetzt haben wir nämlich auch einen hier. Guck, da, der Hausmeister, der hier rumrennt und alles sauber macht. Oder mal selber ein bisschen pumpt. So wie es aussieht. Okay. Es ist so süß und lustig, dieses Spiel. Mir gefällt das echt. Wir müssen nur gucken, wie wir mehr Kohle kriegen. Es gibt ja leider noch keine Werbung, dass hier mehr Leute reinkommen. Ich weiß noch nicht so wirklich, wie wir mehr Leute hier hinkriegen. You have gained a new member. Nee. Echt jetzt? Ist hier tatsächlich jemand Mitglied geworden? Lass mal gucken. Das müssen wir hier irgendwo sehen. Tatsache. Basic Member, haben wir einen. Aha, dann läuft das wahrscheinlich so ab, dass erstmal die Casuals, also die Randoms, hier hinkommen und irgendwann sagen sie sich, ach, ich bin so oft hier, mir gefällt es so gut hier, dann werde ich halt Mitglied, ne? So stelle ich mir das vor. Und wenn sie Mitglied sind, irgendwann werden sie dann Premium-Member, dann können sie auch in die anderen Gegenden. Das kann man ja alles einstellen hier. So, wir haben Toiletten, wir haben Duschen, wir haben alles hier. Finished working for today. What? No! Immer noch Minus? Warum? Das Geld bleibt immer bei 10.000. So, wie sieht's hier aus? Entertainment ist fertig. Da machen wir jetzt mal Bodybuilding 1. Ach, das kostet auch immer hier das Fortune. 1.000 hat das jetzt gekostet, ne? Da weißt du, warum wir hier ins Minus kommen. Aber jetzt können wir natürlich hier schon mal erstmal einen Room machen. Ja, so. Machen wir mal so. Da kann gebaut werden. Das wird jetzt wieder teuer und dann tun wir dort jetzt mal so eine, ich nenne es mal eine kleine Lounge machen, ja. Mit ein bisschen Couch, vielleicht eine Pflanze, dann die Spielautomaten und so. Sowas halt. So, was macht der da mit der Kiste? Ich habe keine Ahnung. Upp, irgendwas macht er. Egal. Dann können die halt ein bisschen Pause machen. Vom anstrengenden Fitnessalltag. Ja. So, da hat er Durst. Vielleicht können wir da ja sogar eine Bar reinbauen oder so. Das wäre nice. Müssen wir mal gucken. So, der ist da noch dran. Dann brauchen wir hier natürlich noch eine Türe bei. Brauchen wir die Türen? Stuhl. Okay, können wir nämlich einen Pooltisch hinstellen und all so ein Zeug. Schwimmen haben wir noch nicht. Hier, Bild. Dann müsste das hier sein. Irgendwo die Türe. Main Entrance, Budendor, Aquador. Ne, hier müssen wir eine normale hinmachen. Dann machen wir hier so eine fette Tür hin. So, das sollte passen. Sind wir gleich fertig. Was wir jetzt noch brauchen, ist Licht. Haben jetzt übrigens auch wie so Outdoor Light und so ein Zeug. Underwater Pool Light, also für ein Schwimmbad haben wir auch noch hier. So, und so sollte passen. Können wir das noch so verbinden, dass wir Licht haben. Der ist ganz schön fix, der Junge. Earn a 5-Star-Review. What? Im Leben nicht. So, jetzt möchte ich Bild. Jetzt möchte ich nämlich mal den Boden machen. Machen wir hier. $5, $5. $5 kostet alles $5. Dann machen wir hier mal Parkett rein, dass das schick aussieht. Gucken wir mal. Machen wir mal so den ersten schicken Raum. Ist natürlich der Raum zum Ausruhen, ne?
Hier kommt dann, wie gesagt, die Spielautomaten rein und der Billardtisch und so. Haben wir ja jetzt dicke. So, Staff? Nee, Research. Das müsste eigentlich... Nee, ist noch nicht fertig. Ah. Ich muss gucken mit dem Geld. Wie wir das hinkriegen. Tax Advisor. Employee Wages. Coaching. Computer. Bowling Alley gibt's auch. Okay. Boxring. Tennisplatz. Basketballplatz. Hockeyplatz. Running Track. Alter, hier gibt's alles. Hier gibt's alles. Gucken, was du dafür brauchst. Unlock Customers Run. And Combine 1000 Kilometer on the Treadmill. Das ist ja eine coole Idee. Also das heißt, die Leute müssen kombiniert 1000 Kilometer auf dem Laufband laufen. Dann kann man das freischalten. So, das ist fertig hier. Heißt, kann man noch irgendwas hier hinmachen? Hier nicht. Jetzt können wir bilden. Finished working for the day. Das ist gut. Ich würde gerne buyen hier. Mirror, der ist mir gerade egal. Eine Dusche brauchen wir auch nicht. Wir könnten hier vielleicht einen Mülleimer hinsetzen und eine Drinking Fountain. So, was haben wir sonst noch hier? Hier haben wir die Arcade Machines, 3 Stück. Ein Pool Table können wir hier hinstellen, so 2 Stück. Und dann noch vielleicht so 1, 2, 3 Couchen zum Ausruhen. Und so eine Pflanze in die Ecke. Dort. Hier kann auch noch eine hin. Dann sieht das ganz schick aus. Jetzt brauchen wir nur Strom für die Spielmaschinen da hinten. So und so. Passt. Sitz passt. Wackelt und hat Luft. Sehr schön. Die haben Strom. Das muss noch gebaut werden. Pleite sind wir jetzt gleich auch. Da müssen wir dringend was dran ändern. Aber guck mal. Das gibt direkt Geld. Die sind Pool am Spielen. Genau. Deswegen gehe ich auch ins Fitnessstudio, weißt du? Ich gehe ins Fitnessstudio, um am Arcade-Automat zu zocken. Aber man sieht's, es macht sie glücklich. Das ist wichtig. Noch ein neues Mitglied. Yes, so muss das sein. Übrigens hier oben, Edefit heißt jetzt LP. Wusste ich auch nicht. Ich habe das Spiel abgespeichert unter dem Speichernamen LP, dass ich weiß, was es ist, ja? Und dann benennt er direkt das ganze Fitnessstudio um. Super. Low on funds, ich weiß. Bla bla bla. Bodybuilding 2 has finished. Das ist gut. Lass mal gucken, was wir da jetzt noch bauen können. Jetzt haben wir nämlich neue Geräte hier, ne? Was haben wir hier noch? Die kennen wir alle, die Schulterpresse. Was ist das hier? Eine Beinpresse haben wir jetzt noch. Wir haben hier Pull-Up-Bar. Das ist für Klimmzüge, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Bizeps-Pull-Down. Hier, schmeiß mich weg. Alles dasselbe. Oder auch nicht. Was ist das hier? Schulterpresse, haben wir die schon? Ja, das ist die hier. Ne? Nee, die hat ein anderes Dingens. Das hier ist die Benchpress. Ich bin auch blöd. Guck mal, wir sehen das doch hier, was wir haben. Die haben wir noch nicht, die haben wir noch nicht. Exercise Bike haben wir. Was? Ist das nicht dasselbe wie hier? Nein. Okay. Weißt du Bescheid, was wir noch alles machen müssen, ne? Also, wir haben viel zu tun, wenn wir denn dann mal Geld haben. Wenn wir mal Geld haben, super. Guck mal hier, immer 1 Dollar, 1 Dollar, 1 Dollar 50 und so. Das bringt natürlich schön nebenher, weil die spielen wie die Blöden. Könnten eigentlich auch umfunktionieren zu einer Spielhölle hier, wa? Müssen wir mal ausprobieren, wenn wir genug Geld haben. Dann machen wir einen Raum, da stellen wir 50 von den Spielautomaten rein. Und gucken mal, ob die nur am Daddeln sind. Und jedes Mal 1,50. So kann man natürlich auch Geld machen, ne? Oder wir stellen hier in den Flur, kannst du noch alles hinstellen, voll mit Automaten und so. Überall was anbieten. Wäre gar nicht verkehrt. So, da ist jemand glücklich, das ist super. Wir obtain the new member. Wie viele haben wir denn jetzt schon? Da fragen da. 7 Mitglieder, 3 Premium-Member. Mhm. Nice! Haben wir ein Premium-Membership ist 20 für 4 Tage. You must first research financial advisor. Aha, vorher können wir die noch gar nicht wegmachen. Aber ist ja schon mal gut, wenn wir die 20 Dollar kostet und wir 3 haben, das sind schon 60. Also wir sollten jetzt definitiv schneller Geld machen. Was haben wir hier? You have completed the prerequisite, obtain 20 concurrent customers. Earn at least $500 profit a single day, auch sehr gut. Das heißt, wir könnten hier wieder neue Sachen, ne? Stock Shelf, Vending Machine, ATM. Wäre vielleicht auch nicht verkehrt, ne? Heißt, also hier, Verkaufsmaschine, ne, Snackautomat, ATM ist Geldautomat, Stockshelf, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Hier ist der Financial Advisor, Swimming auch. Können wir einen Pool bauen.
Habe ich noch nie gemacht. Müssen wir mal gucken, wie das geht dann. I don't know. Also langsam wird die Bude voll hier, würde ich sagen. Ne? Langsam wird sie voll. Der Raum hier, ne, der Recreation Room, ja, nenne ich ihn mal. Also der Erholungsraum, der scheint sich voll gelohnt zu haben. Die hocken alle da drin. So, da hat wer Durst. Die hocken echt alle. 1200 plus am Tag. Nice. Ah, so langsam wird's doch, oder? Was sagst du? Da muss ich jetzt noch sparen nebenher, dass wir hier überall einen vernünftigen Boden reinmachen können. Dann können wir die neuen Geräte bauen. Mal gucken, wie das mit dem Pool funktioniert. Vielleicht den Finanzberater da dann erforschen, dass sie die Preise ändern können. Also viel zu tun. Ja? Wenn es dir gefallen hat, lass einen Daumen hoch da, falls noch nicht geschehen. Abonnieren, Glocke aktivieren, sodass du nichts mehr verpasst. Und ich sag wie immer, ciao mit V. Bis zur nächsten Folge. Euer Ede.